Man kann sich ja an der eigenen Nase fassen, wenn man so blöd ist wie ich. Aber wenn man mit einer Firma, ja, mit einer Firma, mit dieser Firma Ismayr, über 20 Jahre lang im Geschäftskontakt steht, da komme ich doch gar nicht auf die Idee, dass das lauter Verbrecher sind. Lauter Mafiosi. Lauter Mafiosi. Ich habe bei der Firma Ismayr alle 5 Jahre einen neuen PKW gekauft und habe ihn bar bezahlt. Da komme ich doch nicht auf die Idee, dass das ein Al Capone ist. Hey, das war doch nicht meine Idee mit dem Leasingvertrag. Das war doch die Idee von der Firma Ismayr, dass ich diesen Leasingvertrag unterschreiben soll. Und ich Idiot unterschreibe diesen Leasingvertrag. Und seit dieser Zeit kann ich der Firma Ismayr 437 Mark und 80 Pfennig in den Arsch stopfen. Ja, sicher bin ich hingegangen. Ich habe nur zu ihm gesagt, sag ich, Winfried, weil ich depp du mit diesem Kerl. Sag ich noch, mit diesem Leasingvertrag, da haben wir doch einen Fehler gemacht. Wissen Sie, was dieser Kerl mir sagt, dieser Kretin? Da sagt er, was heißt da wir? Okay. Dann habe ich gesagt, hier ist man ja so, jetzt weiß ich, wo er da wem pfeift. Okay? Aber das können Sie sich merken. Jetzt führe ich einen Prozess. Ich nehme den besten Advokaten weit und breit und führe einen Prozess, dass die Funken spritzen. Und ich habe einen Prozess geführt. Hey, und den habe ich auch gewonnen. Moralisch. Ja, sicher. Weil ich zu dem Richter sage, Herr Richter, das darf doch nicht die Wahrheit sein, dass ein Mensch, der sich immer anständig aufgeführt hat, der immer anständig und ehrlich das Leben, nicht einmal einen Strafzettel bekommen ist, dass man den mit einem Leasingvertrag aufschneidet. Und sagt dieser Richter, doch, das geht. Weit haben wir es gebracht. Hey, weit haben wir es gebracht. Diese Menschheit ist verloren, verratzt. Kein Anstand mehr unter den Menschen, keine Ehrlichkeit, keine Aufrichtigkeit. Die Menschen haben nichts mehr. Was eine Religion? Moment einmal. Eine Religion, wenn die Menschen hätten, dann wird eins doch wissen, was mit ihnen passiert, wenn sie Leasingverträge herausbringen. Ja, wenn sie das täten, dann wüssten sie doch, was sie erwartet. Dass sie hinunter müssten in den Schlund der Finsternis. Dass da drunten einer ist, auf sie wartet mit den Hörnern. Hey. Dass sie in einen Suppentopf hinein müssten wie ein Pommes Fritz. Da dass sie rösten, die Därme rausreißen, einer nach dem anderen. Mit der Zange die Zehennägel rausreißen und einen Dreizack in den Arsch. Ja. Aber die Menschen, die haben doch keinen Glauben mehr bei uns. Die zahlen doch nichts, Glaube. Die wissen ja gar nicht, was eine Hölle ist. Wenn der das Wort Hölle hört, dann meint der Verkehrsstau. Hey, die haben doch keinen Glauben mehr. Nichts. Moment einmal. Jetzt muss ich einmal was sagen. Gell? Man kann gegen diese Islami kann man sagen, was man will. Gell? Man kann viel gegen diese Leute sagen, aber eines nicht. Die haben einen Glauben. Gell? Die haben einen Glauben. Die wissen, was eine Hölle ist. Im Gegensatz zu diesen Christenmenschen wissen die das. Hey, ein Islami, der braucht bloß irgendwie was stibitzen, der krampft was, der stiehlt was, zack, Hand ab, nunter muss er, hinunter. Hey, der trinkt einen Alkohol, das darf er nicht, nunter muss er. In Ewigkeit Armen da drunten sitzen an einer Bar und einen Jägermeister nach dem anderen trinken. Hey, weil diese ist, ja, die wissen noch, was Höllenqualen sind, hey. Aber bei uns, die wissen gar nichts. Überhaupt nichts. Die wissen nichts mehr, nichts. Mein eigener Sohn, hey, mein eigener Bruder, der weiß nicht einmal mehr, dass der Teufel Händel hat. Hey. Nein, das weiß er nicht, dass der Teufel nach Schwefel stinkt, das weiß er nicht. Dass der Teufel einen Pferdefuß hat, das weiß er nicht. Der weiß überhaupt nichts. Erst neulich sage ich zu ihm, du Saukrippel, sage ich, hey, was hast du denn da wieder gemacht? Hey, gleich kommt der Sparri-Fankerl und holt dich. Nein, da weiß er nicht, was das ist, hat er gemeint, das ist ein japanisches Computerspiel. Hey. Hey.
Ja, Entschuldigung, ich frage mich nur, was lernen denn die heute in der Schule in Religion? Okay? Was lernen denn die im Religionsunterricht? Frage, was lernen die denn heute? Aber diese modernen Pfarrer, ich kann sie nicht mehr sehen. Okay? Diese ganz modernen da, diese modernen, okay? Immer moderner. Okay? Friede, 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 ich komme in den Friede. Okay? Statt dass sie mal statt ihrem Wort zum Sonntag einmal im Fernsehen eine Reality-Hellschau bringen, okay? Dann würden ihnen nämlich die Leasingverträge zum Arsch rauspfeifen. Okay? Dann würden sie wissen, was da los ist. Okay? Ja, Moment. Warum schauen sich denn die jungen Menschen heute Horrorvideos an? Warum schauen sich junge Menschen Horrorvideos an? Warum denn? Weil die Predigt in der Kirche heute so lahmarschig sind, dass nichts mehr los ist. Hey? Aber das kann ich sagen. Ich gehe jetzt dahinter, hey, und hol das Neue Testament hervor. Genau, richtig, gehört das Neue Testament. Weil da steht es drin. Und dieser Mann, der das geschrieben hat, der hat gewusst, worum es geht, dieser Johannes. Hey, der hat das geschrieben mit dieser Apokalypse. Hey, und da steht es drin, Wort für Wort steht es drin. Einst wird kommen, steht da drin. Er wird kommen. Hey, der Erzengel mit flammendem Schwert wird er kommen, zu vertilgen dieses Ungeziefer. Hinaus mit dem Gesindel, hinweg mit Antichrist und diesen Autohändlern. Und das werde ich fotokopieren. Und dann schicke ich das als Fax an die Firma Ismaier.